Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner Gameplay. Und wenn ihr euch fragt, wie sieht eigentlich die zweite Map aus, dann seid ihr hier jetzt genau richtig, denn wir sind gerade am Aufdecken. Wir haben schon mal so ein bisschen angefangen. Eigentlich wollten wir nur den neuen LKW. Den hat Peter hier eben schon geborgen. Da, wo der Punkt ist, da war er mal. Aber uns ist aufgefallen, wir brauchen eigentlich auch die Upgrades. Und ja, jetzt decken wir doch gleich mal ein bisschen auf. Ihr seht, so viel haben wir noch gar nicht. Ich habe schon mal einen Scout eben hinterhergeschleppt mit einem Serviceanhänger, den habe ich da stehen lassen. Mit dem kann ich gleich dahin fahren. Und mit dem LKW fahre ich jetzt in die Richtung weiter. So der Plan. Und mit der Tarnung. Ja, dann fahren wir da in die Richtung weiter, weil da muss ich auch lang. Mit dabei. Um den neuen LKW wieder abzuliefern. Mit dabei. Natürlich. Und ich bin auch mit dabei. Hallo an dich. Hallo. Ganz vergessen. Ja, gar nicht. Ich würde sagen, ich fahre hier in den Wald hoch. Ich habe jetzt den neuen LKW hier auf dem Anhänger verladen und bringe ihn jetzt dahin, wo er hin muss. Hinterherziehen kann jeder. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, ob uns irgendwelche Gerölldinger, Straßensperren, Felsstürze im Weg liegen. Also ich scoute mit dem Goliath, mir kann nichts im Weg liegen. Der fährt durch den Wald, man sieht's. Ja, deck mal da auf. Hier ist gleich rechts ein Wachturm, den will ich, holen. Hallo, Knut. Hey, Knut. Los, Knut. Season 10 Pass kaufen. Oder hier 3 Pass kaufen. Mitmachen. Nee, hältst du alleine nicht mehr mit mir aus. Das stimmt nicht. Klingt aber noch. Oh ja, ist eine Strandfels. Verdammt. Braucht man hier. Ersatzteile einmal. Und die liegen auf der anderen Seite. Also das, was ich hier mache, ist auf jeden Fall hart Offroad fahren mit dem Goliath. Oh, schön, dass du es aufgedeckt hast. Ach guck mal, da kann ich einfach da lang. Muss ich hin? Da muss ich hin. Ja, oh, der hat aber wieder da viel lang, deck den noch auf. Der war schon ordentlich groß, ja. Dann lass den Goliath hier stehen, kurz. Geh jetzt in den Scout. Rüberfahren, mit dem meinst du? Könnte ich auch machen, ja stimmt. Aber das ist wieder voll Goliath ausnutzen. Ist das lächerlich, ey. Was? Komm schon. Einfach drüber fahren, hat Letny gesagt. Okay, also fahre ich einfach drüber. Zack, was für ein Felssturz. Fahren wir jetzt trotzdem noch dahin und holen den Wachturm? Ja, wir holen noch den Wachturm, wir fahren aber einfach durch den Schlamm. Ich versuche mir jetzt auch mit dem Scout nochmal querfeld einen durchzuschlagen hier.
Wachturm geöffnet. Einmal durch die Bucht gucken. Oh, das hat auch wieder was aufgedeckt. Ja, hier sind nicht so viele, dann decken sie wieder mehr auf, ne? Alter, wie soll ich denn hier hochkommen? Verdammt. Guck mal, wo ich bin. Peter. Ja, weiter unten. Da ist ein Weg auf der. Da ist ein Weg. Ja, aber da will ich nicht. Ich will da hoch. Ja, dann fahr da hoch. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das schaffe. Jetzt ist bloß das Problem, ich weiß nicht mehr, wo musste ich den LKW hinbringen. Ich habe eine ganz andere Mission ausgewählt gerade. Das kann ich dir nicht sagen. Ah, hier. Okay. Und er muss da ins Service. Perfekt. Das heißt, da lang. Da lang. Da lang. Eine Runde extrem Hillclimbing hier. Ich hab's geschafft. Ja. Auf jeden Fall einiges schon freigeschaltet. Okay, dann gehe ich wieder in den Goliath und schalte den nächsten Turm frei. Dadurch, dadurch, da lang, da lang, da und da runter. So fahren wir jetzt. Es ist ein Goliath, er kann es. Ja, sag ich doch, kann er. Hallo, Peter. Kommt ein Goliath durch den Wald gebrochen. Und weiß nicht, wo er hin soll. Das ist richtig. Ja, du fährst links, okay, dann fahre ich hier rechts mal hin. Oder hast du den Feldsturz hier schon entdeckt? Nee, ne? Nö. Der Kujat springt drüber. Guck mal, das sieht doch hier nach der Werkstatt aus. Die muss man doch reparieren. Muss man doch wieder aufbauen, die Werkstatt hier.
Das sieht doch gut aus. Willst du da weiterfahren zu dem Wachturm da hinten? Ich liefere jetzt hier den LKW ab. Du willst nicht zum Wachturm? Nö. Dann fahre ich zum Wachturm. Ja, dann lass uns doch mal gucken, was wir für die Werkstatt brauchen. Das ist die. Man muss sie nicht reparieren. Wieso? Na, sie ist scheinbar hier schon. Ah ja. Einige Werkstatteigenschaften sind gesperrt. Werkstattplätze gesperrt von Bau der zweiten Garage. Truckshop gesperrt von Bau der zweiten Garage. Okay. Und wo sind die Missionen? Hast du den LKW auch schon entladen, den neuen? Nee, ne? Nee, der sitzt jetzt da noch gerade drauf, aber den könntest du dir dann nehmen. Ja, aber nicht, wenn er geladen ist, ne? Ja, deshalb entlade ich ihn jetzt. Der LKW hat Power ohne Ende. Der Goliath ist... Jetzt Goliath. Kannst du ihn runterfahren oder nehmen oder was auch immer. Ja, ich deck nur schnell den Wachturm hier. Ja, der Goliath heißt nicht umsonst Goliath. Ist nicht umsonst unser Lieblings-LKW, ne? Gibt einfach nichts, was der Goliath nicht kann. Doch. Mittelgroße Stämme transportieren. Kann er auch mit dem Anhänger. Ohne Anhänger. Na gut. So, willst du jetzt hier mal runterfahren oder was? Ja, gleich. Ich entdecke nur schnell den Turm hier. Dann fahre ich halt runter. Ist mir auch egal. Kannst du auch. Jo, das hat auch nochmal Fischzuchtlager, was? Und hier gibt's Wassertürme, Beta. Müllentsorgung. Upsi. Was tust du schon wieder? Habe einen Goliath kaputt gemacht. Bin eine Klippe. Das ist eigentlich dein erster heute. Bin eine Klippe von 10, 15 Metern runtergejumpt mit ihm. Und jetzt soll es ja geborgen werden, oder was?
Nö, nee, Federung ist kaputt und Tank ist kaputt. Na, wenn es weiter nichts ist. Jetzt liegt er gerade kurz auf der Seite. Oh ja, ganz schön müde. Irgendwie kann ich mich gerade nicht winden. Warum auch immer. Physics. Damn it. Dann schon immer oben. Ja, nie die Klippe runtergefallen. Hm? Ach nix. Ist der Goliath erst ruiniert, fährt es sich sehr ungeniert. Wahnsinn. 3- für das Gedicht. Drastische Maßnahme, aber ist gerechtfertigt, würde ich sagen, ja. Hallo? Nein? Ihr könnt mir nicht die Lizenz wegnehmen. Sagt wer? Im Lizenzvertrag steht das anders drin. Wer hat denn geschrieben? Du oder ich? Hast du ihn überhaupt gelesen? Da steht drin. Du warst so gierig nach Level 1. Du warst so gierig nach Level 1, dass du ihn direkt unterschrieben hast. Du hast nichts gelesen davon. Ja, aber. Nee, nichts, aber. Nein, das kann nicht so einfach. Das muss. Nee. Was macht man, wenn der Tank beim Goliath kaputt ist? Man nimmt sich einfach einen Scout-Anhänger mit 800 Litern mit, den schleift man hinter sich her. Vernünftig, ja. Oh, warte, jetzt kann ich fast verladen, weil er auf Ladefläche geflogen ist. Ah. War zu langsam. Oh. Ja. Direkt Lizenz wegnehmen. Oh. Wird zu langsam. Weiß ich auch nicht, von was für einem Vertrag er redet. Gut, dass die Folge hier erst in 5 Wochen kommt. Wenn ihr die gesehen habt, dann was? Ja, dann muss ich wahrscheinlich einiges wieder gut gemacht haben, damit ich die Lizenz behalten darf. Oder du hast schon 3-mal wieder verloren. Dann kommt es auch nicht drauf an. Na dann kann sie ja direkt weggenommen werden. Nein! Metni, oder? Was sagst du dazu? Wenn es ihm eh egal ist. Nein, es ist mir nicht egal. Deswegen sage ich, bis dahin muss ich wieder Puffer aufgebaut haben. Bin dafür, alles klar. Ey, wie soll man denn hier rüberkommen? Kommst du gar nicht rüber, Peter, wo ich jetzt gerade bin. So, das ist die Aussage von jemandem, der keine Lizenz mehr besitzt. Hä, wieso? Guck dir das mal an, das ist ja voll das große Meer.
glaube nicht, dass es hier einen Weg rüber gibt. Fähre, genau. Große Meere gibt es eine Fähre. So, und das ist ein Gedicht. Aber auch nicht das Beste, oder? Oh, ist kurz, knapp, hat Inhalt, aussagekräftig. Wie abnormal lang ist eigentlich die Winde von Goliath? Nee, stopp. Naja, dann hänge ich mein Tankanhängerchen wieder an. Nice. Danke, Leifni. Dichterlizenz für Beta. Oh, GG Beta. Also dicht ich und reim ich und kriege eine Lizenz. Ja, okay, ich gebe zu, der war nicht gut. Nee. Und ich glaube, jetzt bist du auf ewig für diese Lizenz gesperrt. So sauf ich und sauf ich und wurde immer dichter. Du machst es nicht gerade besser. Panic ist da. Ach, hallo Panic. Mehr Punkte hast du nicht, oder was? Hallo there. Hey, Holy Cow Live, hallo Andi, danke für dein Abo im 10. Monat. Hallo. Und auch wenn du es nicht gehört hast, aber danke trotzdem dafür. Warum soll er es nicht gehört haben? Weil er geschrieben hat, guten Abend ohne Sound, mal kurz das Abo dalassen und lurken. Ach so. Okay.
krass, dass Andi länger abonniert hat als Falk. Falk war bloß bei 9 Monaten. Dieser SUV. Aua. Ups. Oh, jetzt liegt der SUV genau vor dem Hänger. Ich glaube so. Diese möchtigen Geländewagenfahrer. Metallfabrik, wo ist denn die Metallfabrik? Da hinten ist die Metallfabrik. Ah, kann man den noch gleich dahin bringen. Ich wollte mir doch nur den neuen LKW angucken, aber nein, ich mache Mission nach Mission. So muss ich Letny fühlen. Nee, du aktivierst doch nur, oder nicht? Nee, ich schließe auch ab. Ich habe gerade 2 Feldschürze beseitigt, habe jetzt eine Stufe von diesem LKW hier abgeschlossen und liefere ihn jetzt ab. Okay. Ja, und nebenbei aktiviere ich noch neue Missionen. Oder nehme sie an. Und verbreite Angst und Schrecken auf diesem Parkplatz hier. Stimmt nicht so viel Angst und Schrecken wie ich in der Wildnis hier. Halt noch einen Stream laufen, wenn ja, musst du mal zugucken, wie ich fahre. Nee, lieber nicht. Nee, falsch abgefahren. Warte. Flacht entfernen, nee. Ah, hätten fast verladen können, den Anhänger. Oh. Hier ist eine Tankstelle. Nachtank. Alles wieder in den Scout. Tankstelle. Bojard voll tanken. Nachtanken. Bombe voll machen. Nachtanken. Oh ja, voll machen. Hat der Tank ein Loch? Brauchst du ein großes Fass? Hat schon wieder was abgeschlossen. Sag ich doch. So, aber ich gehe erstmal auf die andere Karte und guck mir den LKW an. Ja, ich komme auch gleich, wenn nur noch die Türme hier auftippen.
So. Schon. Wo ist er denn? Oh, hat schon wieder auf der Seite gelegt. Da ist er. Die Folge hätte auch einen Counter gebrauchen können, wie oft ich auf der Seite liege. So, wir haben Bahn, Holz, Holzkram, als Service an, Aufbau, Kurzholzaufbau, Wartungsaufbau, das Ding, das Ding. Abschleppbühne, das ist auch schön. Und Abschleppbühne mit Rampe ist auch gut. Kram, Setup-Programm, und das war's. Konnte der nicht, hä, warum kann der nicht den neuen Kram? Kann er nicht? Kann er nicht. Kein Pritsche und Kran. Was auch nur der kleine Kran wieder. Toll. Ringsum Felsen bedeckt. Ja, aber er kann wenigstens noch einen Anhänger dran haben. Ja, da kommt noch eine Felsen. Da kommt erst die Felsen. Da hinten komme ich hoch. Da muss ich hin. Da. 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 Hier könnte man das reinschaffen. Ich glaube, es gibt auch keinen wirklich anderen Weg dahin. Thank you.
Ja, es hat kein Goliath, ne? Der ist nicht so gut gewartet. Komm gerade frisch von der Fabrik, da müssen die Bremsen noch quietschen. So, hier können wir jetzt den Anhänger abhängen. Hier noch rechts lang oder was? Oder man muss da auch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist hier auch ein Offroad-Test sondergleichen, ne? Zu den Wachtürmen teilweise. So, was machen wir denn jetzt noch hier? Ah, ich würde ja gleich mal eine Runde Mission mit dem Neuen machen wollen. Oder meinst du, der lohnt sich gar nicht? Nur diesen einen Wachturm noch vorher entdecken. Du musst doch da durchgehen. Was fällt definitiv unter das Motto geht nicht, gibt's nicht hier. Müsste ich eigentlich hier auf den Stein landen können. Na,
nein, nicht runterfallen. Mal ein Teamspeaker, ne? Ich muss nur mal hier diesen Turm jetzt, den muss ich entdecken einmal. Danach können wir... Können wir oder können wir nicht? Oder ich falle einfach runter. Nee. 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 Dieser Turm wird heute nicht mehr entdeckt. Ja, ich hab... Ich weiß nicht, wie du zu dem Turm hinkommen sollst. Vielleicht muss es wirklich über die andere Straße einfacher gehen, aber hier... Ist Horror. Aber damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und vielleicht entdecken wir in der nächsten Folge den Turm. Und wenn nicht, vielleicht auch gar nicht. Auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.